Hallo! Herzlich willkommen zu einer weiteren Runde von Pioneers of Pagonia. So, ja, wir müssen uns natürlich jetzt wappnen gegen die verschiedenen Bedrohungsszenarien, die wir hier haben. Hier haben wir einmal zwei Banditenlager und nicht weit davon entfernt. Moment, wo war es denn? Hier. Entschuldigung. Ein Diebeslager. Das ist hier eine ziemlich heiße Gegend, würde ich mal behaupten. So, wir haben hier. Ah ja, acht Waldläufer. Da fehlen aber noch ein paar. Moment mal eben. Beziehungsweise die patrouillieren hier rum. Das ist auch richtig so. Genau, wegen den Dieben dort. Und hier habe ich die zweite Mannschaft, die sich ebenfalls da in der Gegend aufhält. Sehr gut. Warte mal, vielleicht sollte ich die einen. Oder eine von beiden. Ist die richtige? Jo. Patrouillenpunkt. Da das Lager mehr da ist. Die Patrouille nach hier drüben verlagern. Da war hier auch noch was. Ne, hier ist der mysteriöse Ort. Na gut, es könnte natürlich sein, dass da hinten noch irgendwas existiert. So in Richtung Dieb oder Bandit, je nachdem. Aber das wissen wir im Augenblick noch nicht. Ob das tatsächlich so ist. So, hier haben wir zwei Banditenlager. Das ist richtig. Und ich habe hier meine Leute. Gut. Wie sieht es denn jetzt aus? Da habe ich 10 Veteranenwachen, die hier ja eifrig ihren Job nachgehen sollen. Dortens, genau. Ah ja, sehr schön. Das läuft. Frosch im Hals, ich habe keinen Husten, ich habe wirklich Frosch im Hals irgendwie. Aber auch erst jetzt so richtig, so nach der Pause. War die Pause der Fehler. So, auf jeden Fall haben wir da jetzt die Leute, die jetzt dafür Sorge tragen, dass die Grenzen oder die Grenzsteine weiter verschoben werden. Wir haben hier die Leute auf Patrouille. Wir haben da die Leute auf Patrouille. Dann haben wir einen Deckungsposten und hier haben wir sehr schön 10 Soldaten. Da sind aber immerhin fortgeschrittene, keine einfachen Soldaten. Und dann müssten jetzt hier die 10 Veteranen Soldaten existieren. Sehr cool. Ja, Angriff ist immer noch die beste Verteidigung. Zumindest gelegentlich. Oh, die müssen bis dahin. Okay. Schon ein Stückchen, ja, aber egal. Dann einmal ran da. Wo waren die anderen? Da. Und die auch. Ich will es als erste losschicken sollen, weil längerer Weg und so. Dann kommen die halt als Verstärkung dazu. So, ich blende das hier schon mal aus und dann schauen wir mal, ob wir mit den Banditen da so ein bisschen anbändeln können. Allerdings in etwas anderer Art und Weise, als die Banditen sich das vielleicht denken. So, wo sind meine Leute? Ah, da kommen sie an. Ja, dann mal ran da an die netten Banditen. Ich hoffe, die schaffen das. Denn die sind nicht nur so ganz ohne. Da geht's dem einen Bandit an den Kragen. Und da geht's dem anderen Bandit an den Kragen. Oh. Aha, okay. Bis jetzt läuft's. Bis jetzt läuft's, aber wir sind noch nicht durch. So, Lager Nummer 1 ist Geschichte. Mit dem zweiten sind sie da schon eifrig zu Gange. Und auch das hat sich erledigt. Sehr gut. Sehr, sehr gut. Das ging schneller als gedacht. Ja, dann.
Muss ich nur gucken, dass ich die Leute wieder an den richtigen Stellen zurückbekomme. Moment. Das ist nicht richtig, dann war es diese Geschichte. Jo, genau. Setze ich mal dahin. Wachturm, Angriffspunkt. So. Ja, ich lasse erstmal so. Alles weitere später. Dann Diebe haben wir da vorne. Ich glaube nicht, dass das nur das eine Lager sein wird, oder? Wobei, es kann sein, dass hier, ne, wir haben ja hier schon so ein bisschen Küstenverlauf. Das, oh ja, man weiß nicht, es kann sich bis hierhin raufziehen. Und somit wäre durchaus theoretisch Platz gegeben für eine weitere, für ein weiteres Diebeslager. Kann aber auch sein, dass es das einzigste ist da. Das ist die Frage. Aber da bin ich doch, doch ein bisschen sehr weit vom Schuss. Da würde ich doch lieber noch ein bisschen vorrücken. Frage, kann ich das? Zumindest zum Teil. Da müssen wir auf jeden Fall hin. Das Gebiet hier ist noch ein bisschen klein. Das ist in der Tat noch ein bisschen klein. So, da habe ich meine Soldaten. Ich switch hier mal um. Weil bis zu den, wie gesagt, bis zu dem Diebeslager, da ist das eh zu weit. Da würde ich Folgendes vorschlagen. Ich gehe hier mal zurück. Dafür gehe ich hier auf 10. Veteranwachen. Eisenlanze und Kettenrüstung. Hätte ich eventuell noch 10. Wie sieht es mit den Waffen aus? 16. Eisenlanze und Kettenrüstung. Nee. Rüstungsschmiede. So. Eisenlanze, Kettenrüstung. Du machst da mal bitte 15 davon. Eisenlanzen. Machst du mal. Ja, auch ruhig 15. Sicher ist sicher. Wie sieht das hier aus? Sehr gut. So. Aber wird entsprechend schon mal ein bisschen Nachschub produziert. An Material, an Ausrüstungsmaterial, was ja auch nicht verkehrt ist. Okay, das Ding brauche ich eigentlich gar nicht mehr. Ne? Beziehungsweise, naja gut, ich könnte auch andere Geschichten hier produzieren. Die Produktionswege, also die Produktionswege, die Wege dorthin für die Produktion wären ein bisschen lang. Weiß ich nicht. Auf der anderen Seite habe ich das Ding da so ungenutzt rumfliegen. Moment. Der ist voll. Ja, mit Kohle, hier so ein bisschen Kohle wird ja da abgebaut. Und hier habe ich Eisen. Ja gut, wenn das so ist. Da kann ich die Schmelzhütte umzwitschen. Beziehungsweise ich könnte hier, würde sich das dann sogar anbieten, zu sagen, okay, ich mache beides. Aber bei dem einen hatte ich ja da so ein bisschen so einen anderen Weg eingeschlagen, aber hier mache ich beides.
Und könnte dann hier die Waffenschmiede dafür nutzen, hier beispielsweise Eisenschwerter zu produzieren. Ich hätte auch Silberdegen hier machen können, fällt mir gerade auf. Hab ich auch so aus den Augen verloren. Aber wir können es trotzdem machen. Und ich habe, das habe ich. Mach da mal so 10 Stück von. Ich habe hier 16 von den Silberbarren, das sollte auch so machbar sein. Man sollte ihn noch aktivieren. Kann ich arbeiten, Personal unvollständig. Achso, die hat. Ach, deswegen. Naja, aber die sind unterwegs. Die sind unterwegs, das ist jetzt nicht das Thema, das kriegen wir hin. Die sind abgeschlossen. Okay, das ging sehr fix. Was mit der Werkzeugschmiede? Wie sieht es mit meinem Werkzeug aus? Aha. Ich hatte hier von jedem so einen, ne, irgendwie bauen lassen. Die haben sich jetzt irgendwie, weiß ich nicht, in Luft aufgelöst. Ich mach mal 5. Nee, mit 9 so. 9 Sägen, da müsste ich auf 10 Sägen kommen. Schauen wir mal, was passiert. Wo die landen. Ansonsten Hammer sehe ich gerade. Da ist noch einer da irgendwie aufgeführt. Da haben wir die Hämmer. Was sind da so 4? Äxte. Ja, egal, machen wir mal so 3. Und so. Alles sehr, 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 sehr willkürlich im Augenblick, was ich hier mache, gebe ich zu. Ich glaube, wir brauchen immer 3, ne, für einen. Ja, bin mir nicht ganz sicher. Ich meine, da wären immer 3 Leute. Wie viel habe ich dann? 6. Okay. Messer. Machen wir es nochmal ein. Sind wir auf 5. Zangen sind wieder weniger. Auch auf 10 fertig ab. So, was habe ich sonst noch? Zangen, Bögen, mache ich irgendeinen Bogen. Sehe ich nicht. Der wird woanders hergestellt? Oder sehe ich ihn einfach nur nicht? Messer, Meißel, Säge, nö. Anscheinend eine Waffe. Die nicht in der Werkzeugschmiede, vielleicht so unter Umständen in der Holzwerkstatt hergestellt wird oder so. Keine Ahnung. Das habe ich, das habe ich. Angeln. Ja, gut, brauchen wir jetzt nicht unbedingt. Sehe ich jetzt aber auch hier nicht. Okay. Bögen und Angel. Angel, Holzwerkstatt, wo bist du? Die hat nichts zu tun. Genau, dann macht die einen Bogen. Und wo habe ich die? Da, 2 Angeln. So, einfach mal so, damit sie was zu tun haben, damit ich immer ein bisschen so andere Zahlen sehe. Und ja. Schauen wir mal, was wir daraus machen können. Ob wir es entsprechend verwerten können, verwerten müssen, wie auch immer. So, dieser Wachturm ist mit Soldaten bestückt. Muss ich hier hoch? Muss nicht unbedingt. Also ich habe hier, klar, Wald. Wir haben hier auch wahrscheinlich Himbeeren und so. Aber, ne, und Getier und so weiter und so fort. Also wir könnten hier das Ganze ausweiten. Unter Umständen auch, wenn wir vielleicht noch mehr Land brauchen. Eingenommenes Gebiet 52,7% im Augenblick. Entdecktes 88,4%.
Wie sieht das hier eigentlich aus? Wir haben hier so ein paar. Da ist ein Häkchen. Untätig. Ach so. Ah, okay. Bewohner 567. Wir haben 567 Träger. Also die Bewohner sind auch gleichzeitig immer sozusagen die Träger. Und bereit für neue Aufgaben sind über 370, also 373 im Augenblick genau. Aha, okay, interessant. Ach ja, ich hatte auch noch so ein Häuschen da in Auftrag gegeben. Das dürfte jetzt mittlerweile auch schon lange fertig sein und sich die Geschichte hier erledigt haben. Irgendwo hatte ich noch ein weiteres Häuschen. Ich glaube, hier so einen Auftrag gegeben gehabt. Aber das ist schon alles Geschichte. Ja, so, okay. Ausstattung hier. Eisenlanze, Kettenrüstung, Bronzeschwert, wir haben Holzschilder. Wir haben Eisenschwerter und wir haben Eisenschilde. Wir haben, na gut, Holzschwert brauchen wir nicht mehr in dem Sinne. Okay, das sieht einigermaßen gut aus. Wie sieht es hier mit den Aufträgen aus? Alles klar. Waffenschmiede, ja. Die Silberdegen hatte ich ja. Moment, ich gehe nochmal ganz kurz zurück. Waffenschmiede. Das ist eine ehemalige von den Nachbarn. Hier, genau. Da habe ich ja diese Silberbarren die Silberdegen in Auftrag gegeben. Die werden auch produziert. Okay, sehr schön, dann hast du die schon mal beschäftigt. Und ich könnte hier sozusagen noch eine dritte entsprechend mit Aufträgen versorgen. Wir haben hier Bereich Eisentagebau, da ist aber nichts mehr zu holen. 11 Einheiten Eisenerz. Okay, das ist auch deaktiviert. Das gleiche hier nehme ich mal stark an für Kohle. Ja. Hat der noch einen Vorrat rumfliegen? Jo, also. Das ist der andere Nachbar. Das ist der, den wir jetzt sozusagen uns einverleibt haben. Da wird einfach Eis. Oh, der hat einiges an Eisen. Ui, und Kohle. Sehr gut. Okay. Wir sind schon wieder fertig. Jo, alles klar. So, dann haben wir diesen Wachturm von denen. Ja, genau, den haben wir hier reingenommen. Eine Holzfällerhütte ist hier in Betrieb. Ein Forsthaus. Der hat jede Menge Lager. Okay. Wie auch immer. Kleines Wohnhaus, Taverne. Kleines Wohnhaus, kleines Wohnhaus, kleines Wohnhaus. Gildehaus. Wie hat der das kleine Wohnhaus denn, die Taverne denn da irgendwie versorgt? Die kriegen Genussmahlzeiten hin? Und Stärkung, das kann ich mir gar nicht vorstellen. Womit denn? Ich meine, jetzt gehören die zu uns, ne? Also insofern ist die Frage akademischer Natur mehr oder weniger. Aber wie hat das denn funktioniert? Ich sehe hier nämlich alles Mögliche. Ich sehe hier aber keine. Also die haben nicht mal eine Sammlerhütte, um hier irgendwelche Beeren zu sammeln. Geschweige denn hier. So, ja, stimmt. Geschweige denn
irgendwelche Landwirtschaft oder dergleichen. Ich meine, jetzt dadurch, dass sie zu uns gehören, können die natürlich jetzt von unseren Sachen hier profitieren, die wir haben. Aber komisch ist das schon. Moment, wir wurden von Dieben angegriffen. Ja, das ist schon nachvollziehbar. Folgendes. Kriege ich hier noch einen Wachturm hin, oder? Die sind alle ziemlich... Das ist... aber hier kriege ich einen hin. Das geht. Würde ich auch ruhig so ein bisschen ab, mit ein bisschen Abstand bauen wollen. So. Moment. Wachturm. Ah, da juckt es. Dann brauche ich Veteranenwachen 10. Auf jeden Fall. Die sollen dann hier, ne, das entsprechende Gebiet hier für uns dann mit erobern. Hier ging ja weiter nichts mehr. Aber jetzt habe ich ja Zugang. Jetzt habe ich Zugang. Hier zieht sich ja auch schon so ein bisschen der Grenzbereich rein. Dann können wir aber dieses Gebiet mit dazu bekommen. Das wäre ganz gut. Das wäre ganz gut. Ja, ich könnte hier schon mal hingehen. Ne, das Ding meinte ich. Und setze den mal hier so hin. Und dann sollen die mal schauen. Habe ich hier schon die Möglichkeit, den Ort damit anzubinden? Das sollte eigentlich gehen, ne? Das sieht ganz gut aus. Moment. Es gibt da Fische. Ein Augenblick. Kriege ich hier eine Fischerhütte? Eine Fischerhütte hin? Windmühle, Getreidefarm, Jagdhütte wäre auch möglich. Irgendwo noch. Oh jo. Jede Menge Fische. Und ich kriege hier. Ich sehe nichts, ihr seht auch nichts. Beides ist schlecht. Ich kriege hier aber locker eine Fischerhütte hin. Glaube ich. Geht es mit dem Weg noch? Jo, das geht. Das geht. So. Hier mal so locker flockig lang. Und dann hier so mittendurch. Hervorragend. Angeln habe ich ja in Auftrag gegeben. Das passt sehr gut. Cool. Dann habe ich hier zumindest eine Fischerhütte. Das ist schon mal was. Kann ich hier, haben die hier irgendwie irgendwelche Bären? Ich will denen so ein bisschen helfen hier, ne? Ich meine, gehören jetzt zu uns. Wir müssen uns auch um die kümmern. Hier gibt es Himbeeren. Das ist doch schön. Eine Sammlerhütte würde ich theoretisch hinkriegen. Würde sie vielleicht hier sogar noch besser machen, weil hier besteht die Chance, dass sie da hinkommen zum Sammeln. Hier ist alles dicht gebaut. Gleiche Problem wie vorhin. Ihr seht nichts, ich sehe nichts. Schlecht, schlecht, schlecht. Moment, 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 wie war das gerade? Das passt. Das passt. Ein Weg. Passt auch. So. Gut, dann kriegen wir hier so ein bisschen was gesammelt. Wir haben hier demnächst die Möglichkeit, Fisch anzubieten. Besser als nichts. Ich weiß nicht, wie das ist echt witzig. Zumal auch hier überhaupt kein Marktstand existiert, mal so ganz nebenbei bemerkt. Ja gut, macht jetzt auch noch keinen Sinn, weil ne, ja, hier ist ja noch weiter nichts. Aber macht Spaß, diesen Ort, diesen neuen Ort jetzt hiermit irgendwie einzubinden in das Ganze. Und irgendwie hier ja auch nutzbringend. Ja, hier ne, irgendwie in das gesamte System hier zu integrieren. Hier könnte ich noch eine Verbindung machen.
wenn das denn geht. Das sieht. Na. Das sieht jetzt ganz gut aus. Da geht nichts. Hier geht auch nichts. Das ist schlecht. Wieso kriege ich denn hier keine Verbindung und nichts? Ah, da. Okay. Vielleicht nicht optimal, aber es, was soll's denn auch? Wir wurden von Dieben angegriffen. Ich glaube, hier Waldläufer rum existieren. Wenn ich hier so ein. Nee, das wollte ich gar nicht. Verdammt. Hier so ein Waldläufer. Ach so, das ist. Deswegen. Alles klar. Okay. Ach, das wird dann angezeigt. Wenn ich den Waldläufer anklicke, das geht, den kann ich anklicken und dann wird sein, ne, sozusagen der Bereich hier angezeigt, wo er seine mit den anderen Kollegen hier zusammen seine Patrouillen macht, wird dann auch angezeigt, was seine Basis ist, also ne, sozusagen der Wachturm, für den er hier unterwegs ist. Cool. Das ist cool, das funktioniert. Ich gehe mal ganz kurz durch. Ihr könnt das, glaube ich, auch lesen. Waldläufer. Furchtlose Abenteurer, unübertroffen darin, Diebe zu enttarnen und zu bekämpfen. Zu enttarnen und bekämpfen. Ja gut, genau. Stationierung, Wachturm. Eigenschaften plus 100% Kampfstärke gegen Dieb. Greift Gegner an. Entfernt Verkleidung von entdeckten Dieben. Okay. Kampfstärke 4. So. So, was hat so ein Dieb? Das ist direkt ein Meisterdieb. Ja gut, nehmen wir den mal eben Meisterdieb. Der hat 7. Und ein geschickter Dieb hat 4, der wäre gleichwertig. Noch ein geschickter Dieb. Hier gibt es nur geschickte Diebe. Das ist das Diebeslager. Meisterdieb, geschickter Dieb. Okay. Okay, also einmal 4 und einmal 7. Komme ich mit meinem normalen Waldläufer, komme ich da nicht weit, aber ich habe nur die eine Möglichkeit. Zumindest im Moment noch. Wie kriege ich eigentlich Edelsteine? Ich meine, wir haben ja alles Mögliche. Was wir hier noch nicht haben, ist eine Schatzkammer. Kurioserweise. Ich habe noch keine Schatzkammer. Warum habe ich noch keine Schatzkammer? Ich habe ehrlich noch keine Schatzkammer? Ja gut, ganz offensichtlich, ne, wir haben es ja gerade gesehen. Das überrascht mich jetzt gerade ein bisschen. Ich setze einfach mal hier eine hin. So. Einfach damit wir eine haben. Nein, der war's. Handelslager, ja gut, hätte ich auch noch bauen können. Brauchen wir aber nicht unbedingt zwingend. Immer Handelsposten haben wir jetzt mittlerweile 4 durch die durch den anderen Ort. Ich will was ausprobieren. Ich bin mir jetzt im Augenblick nicht sicher, ob das gehen wird und was da machbar ist oder nicht machbar ist. Wir gehen einfach nochmal durch. Moment, hier haben wir Erkundung und Expansion. Alles klar, Holz und Stein. Ist auch wirklich nur Holz und Stein, ist nichts anderes. Ne? Steinmetz und so weiter, alles klar. Nahrungsversorgung, hier haben wir unsere Bevölkerung und Mahlzeit. Ja, okay. So, wir haben Kupfertagebau, wir haben Kohletagebau, wir haben Eisentagebau und wir haben Silbertagebau. Ich sehe nichts, was wir hier irgendwie benutzen könnten, um irgendwelche Edelsteine abzubauen, ne, irgendwie aus der Erde zu buddeln, beziehungsweise aus den Steinen zu schlagen, wie auch immer.
Das ist der Bereich Verarbeitung. Da ist auch weiter nichts. Was ist? Hier haben wir unser Gildehaus, Werkzeug, Schmiede, die Holzwerkstatt, Waffenschmiede, Rüstungsschmiede, Kunstschmiede. Die verarbeiten Rubinen und Smaragde. Ja, die sind also darauf angewiesen, dass es so etwas gibt. Ja, dass es Edelsteine gibt. Die produzieren die nicht selber. Ja, die greifen die auch nicht irgendwie aus der Luft oder so. Also die brauchen die irgendwo her. Ach ja, die Diebe. Da sind unsere Lagerhäuser, das ist die Schatzkammer, Handelslager, Handelsposten. Also man könnte durch Handel und Wandel ja eventuell drankommen, wenn man halt einen anderen Ort hat, der eben über diese Edelsteine verfügt. Woher auch immer. Aber es müsste ja eigentlich auch eine Möglichkeit geben, selber irgendwie an Edelsteine zu kommen. Ich weiß, das Spiel ist noch in der Entwicklung. Ja, also jetzt hier kein... nicht wundern. Das können natürlich Dinge sein, die erst noch kommen. Ja, gar keine Frage. Ne, weil die schreiben ja selber, ne, also es gibt durchaus noch das ein oder andere, was noch nicht vorhanden ist. So, wir haben hier mit den Dieben zu tun gehabt. Achso, das ist die da vorne. Ja, okay. Alles klar. Ja... Und da ist die Folge auch schon wieder lange rum. Ich bin weit über meine Zeit. Gut. Ja, puh. Die Folge war jetzt ein bisschen sehr seltsam. Aber das sind meine Folgen so in der letzten Zeit irgendwie, zumindest jetzt hier so in den letzten zwei Wochen irgendwie so gefühlt immer. Oder kommt mir das nur so vor? Ich weiß es nicht. Da könnte ich mal Rückmeldung geben. Liegt aber halt auch daran, dass man viele Sachen ausprobieren muss, oder ich zumindest viele Sachen noch ausprobieren muss. Hier mal gucken, da mal gucken. Ist halt so. Und dann kommt man hier ins Ausprobieren. Man baut hier mal was, man baut da mal was. Jetzt habe ich hier, wie gesagt, den Ort hier so für mich so ein bisschen entdeckt. Und die sind da. Das ist cool. Beziehungsweise das ist fertig und die sind auf dem Weg, immerhin. Alles, ja. Ein etwas komischer Prozess im Augenblick hier bei mir. Gut. Aber immerhin, es läuft. Ne? Es läuft. Unser Dörfchen hier wächst und gedeiht. Es geht ihm gut. Wir haben die Versorgung im Griff. Gut, für ein paar Tagesbaustellen, ein paar Bergwerke hier sind nicht mehr im Betrieb, weil es einfach nichts mehr abzubauen gibt. Dafür haben wir aber andere Stellen demnächst, wo es vielleicht wieder geht. Und wir haben hier noch immer was zu tun. Wir müssen dringend die beiden mysteriösen Orte hier mit den Dingen versorgen, die sie gerne hätten. Das ist einmal Kürbis, wenn ich das richtig sehe. Ja, genau, Kürbis und Spitzhacken und Brot. Haben wir beides, haben wir alles drei im Angebot, soweit ich weiß. Ja, doch, durchaus. Und sollte also nicht das Problem sein. Cool. Ja, wir haben, wie gesagt, das eine oder andere erledigt. Wir haben doch das eine oder andere vor uns. Und es gibt immer noch die ein oder andere Klopperei mit Dieben und Banditen. Es läuft einigermaßen. Ich bin wie immer ein bisschen neben der Spur, aber was soll's, da müssen wir halt durch. Okay, solange ich das hier immer noch gewuppt bekomme, ist es halb so wild. Wir sehen uns dann hoffentlich in der nächsten Folge wieder. Für mich war die Woche soweit ganz in Ordnung. Wie gesagt, ne, so ein bisschen hier mal gucken, da mal gucken. Das eine oder andere Fragezeichen im Gesicht haben. Aber ist bei neuen Spielen so. Und auch wenn man die eine Weile spielt, es gibt immer noch den einen oder anderen Punkt, den man nicht kennt, den man noch nicht so auf dem Schirm hat, wo sich Dinge vielleicht auch durch die Entwicklung ändern. Wie auch immer es sein mag. Es ist eben so. Wie es ist. So, bevor ich noch mehr Unsinn rede, sage ich mal, vielen, vielen lieben Dank für euer Dabeisein, für eure Unterstützung. Vielen lieben Dank für deine Unterstützung. Ihr helft mir sehr. Und das freut mich natürlich. Wir sehen uns dann hoffentlich in der nächsten Folge wieder. Dann vielleicht mit einem Mr. Namdos, der ein bisschen mehr Plan hat. Und schauen wir mal, wie es denn weitergehen wird. Weitergehen wird es auf jeden Fall. Ich mache hier weiter mit Pioneers auf Pangonia. Wir haben da noch das ein oder andere vor uns. Und ich wünsche euch wie immer alles, alles Gute. Genießt die Zeit.